Wo hat euer Trauma angefangen? Ich kann es euch sagen, hier. Boah! Natürlich, gerade als ich die... Okay, jetzt bin ich aber sauber. Jetzt bin ich sauber. Ja, aber er hier stirbt anscheinend wie immer noch selbst. Gut, sie können uns den Weg verspüren, aber wann wir sterben, anscheinend wie immer noch selbst. Aber wir machen hier ein bisschen das Interieur kaputt. Wer mich auslacht, der macht das Interieur kaputt. Mhm. Ja, sonst ist hier glaube ich nicht viel los. Aha. Sieht mal wieder nach Arena aus. Oh Gott, ich sehe was. Ich habe eine schlimme Erinnerung wackern. Ich weiß, was wird ein Gegner, also ich versuche nur kurz was. Okay. Aber solange der gefesselt ist, will ich ihn ungern befreien. Was? Ah, gar nicht gesehen. Hallo Sedli, wie geht's? Oh, dass ich Bilder anschaue. Ja, ich schaue lieber die Bilder an, als sie zu beschmieren. Weil alles hat seinen Grund, ne? Luis Sierra Fang. Ich habe erfahren, dass Sera die Burg betreten hat. Warum er von seiner Flucht zurückkehrt, ist mir unverständlich, aber wir müssen die Gelegenheit nutzen, um ihn zu fangen. Die beiden Amis holen wir dann, wenn wir Sera haben. Anscheinend hat er beim Stehen unserer Probe einige Impfstoffe mitgenommen. Auf die Impfstoffe können wir verzichten, aber nicht auf die Probe. Ich bin sicher, dass noch jemand da oder noch eine Gruppe, dass noch jemand oder eine Gruppe verwickelt ist. Wenn dieser andere unsere Probe bekommt, wird die Welt nicht mehr das werden, was wir wollen. Wir müssen Sera so schnell wie möglich ergreifen. Gut, dann versuch das mal. Aha. Aha. Ein Schlüssel. Ein Gefängnisschlüssel. Oh Gott. Wann ihr mir das gefällt. Und hier ist es viel zu leer. Wir machen noch eine kleine Runde. Ne, ich will jetzt nicht mittendrin aufhören. Ah! Hier sind wir. Und ich nehme an, da komme ich nicht durch, oder? Okay. Weiß ich wenigstens, wohin muss. Das wird lustig. Ich würde empfehlen, hier leise zu sein. Und ich glaube, es wäre gar nicht schlecht, wenn Ashley auf der Treppe warten würde. Wait. Wo hat euer Trauma angefangen? Ich kann es euch sagen, hier. Ich tue dir nichts, wenn du mir nichts tust. Ach komm schon. Was wuchst du eigentlich um?
dem möchte ich den eigentlich besiegen. Das war vielleicht nicht so klug. Nein, das war überhaupt nicht klug. Hör auf mich nachzulaufen, ey. Ist ja gut, schön deine Nuggets. Und dann auf die Treppe gehen nützt, glaube ich, nichts. Du mich auch. Ja, gut. Oh! Danke. Wo geht der hin? Weißt du was? Wir haben ja genug. Das war jetzt natürlich sehr klug. Ja, das war sehr klug. Absolut. Ich weiß, dass ich klug bin. Ja. Also jetzt, wie soll man riechen? Als ob das immer genau zu uns käme, ne? Alter, du möchtest gehen, Wolverine, geh heim. Geh nach Hause. Der kommt natürlich immer dahin, wo wir sind. Natürlich, natürlich. Wenn er sich jetzt umdreht, verbinde ich das mies. Danke. Weniger Treffer benötigt, als ich dachte. Genervt hat er trotzdem. Ach, das hat schon. Es bleibt aktiviert, gut. Kann ich Ashley helfen? Verwenden. Ashley. Gut. Sie verträgt nur ein Kraut. Okay. Dann sollte es jetzt weitergehen. Ich wechsle wieder mal die Pistole. Ach nö, ich hab keinen Bock auf euch. Aber ich hab ein Heilmittel. Kommt noch einer von hinten? Nein. Zurück an den Absender. Nein, tust du nicht. Hör einmal auf den lieben Ben. Ist doch wahr. Immer das gleiche Theater. Immer. Was guckst du so blöd? So, sollte schon länger wieder mal machen. Sonst ist hier eigentlich nichts. Oh Gott, nein! Und ich krieg wieder falsch. Puh. Wir haben genug, wir haben genug. Und ich bin einfach zu blöd dafür. Aber wisst ihr was? Einfach gar keine Rolle. Oh Gott, wie viele kommen hier noch? Halt den Rand! Ich wollte sagen, halt den Rand.
Ach, der ist selbst. Gut. Das machen sie auch nicht so einfach. Ja, ich mache den Part gleich vorbei. Beendend, aber das gönne ich mir jetzt noch. Hallo. Gott. Seht. Lach nicht blöd. Bei mir gibt's nichts kostenlos. Haut ab. Sie waren eben nie höher. Da sagst du, Kinderlein, es gibt nichts kostenlos und das machen sie. Sie kommen dir einfach schön nach. So. Da ist noch was. Ach, ihr da wieder. Nützt bei dir eigentlich... Ach komm, willst du mich verarschen? Ja, ich weiß, dass ich hier bin. Du brauchst nicht auf mich zu zeigen, du Depp. Danke. Ich dachte, der lädt schneller nach. Na komm. Schau nicht so auf meine... Ashley. So, was ich jetzt aber wirklich mal ausprobieren will, ist, ob die auch empfindlich sind gegen die hier. Ja, sind sie. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, wir haben kaum Energie, ich weiß. Ja, da ist er. Stolper nicht. Da hat es Hämorrhoiden gegeben. Der Arsch ist immer noch die größte Schwachstelle. Ich weiß, ich könnte, wahrscheinlich wäre auch die Scharfschützen. Munition sehr hilfreich, aber ich belasse es momentan noch ein bisschen bei. Ich glaube, ich werde die jetzt auch weiter aufnehmen und. Ja, tut mir leid, wenn ich keine Ab- und Anmoderation habe. Ich bin gerade so im Flow hier. Oh, was bist du denn? Nee, jetzt habe ich keinen Bock auf dich. Also wenn ich hinterher dackeln, ist mir egal. Ich will jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen. Du bist eh nicht der Erste und du bist auch nicht der letzte Gegner, der hier rumdackelt. Also du bist gerade so extrem langsam, dass mir das egal ist. Man zeigt nicht auf andere Leute. Das war cool. Geh mal zum Friseur. One Kill! Ist es sowas noch gibt hier? So, sobald ich hier ein bisschen was gefarmt habe, werde ich dann vor allem Ashley mal heilen. Versprochen. Eigentlich könnte ich es gleich mal, dann hock. Ich tut mir nämlich leid. Also, wir machen hier mal. Das Spiel ist ja passiert, wenn ich hier bin. So. So. Verwenden, Ashley. Gut, dann geht's dir schon mal besser. Das freut mich ungemein. Ich kann hier humpeln wie ich will, das ist mir egal. Hauptsache Ashley geht's gut. Ach, du bist derselbe. Ja, sie kann er rennen. Ich bin noch nicht links durch, rechts durch. Oh, da geht's rein. Ist da schon immer rein? Okay. Was passiert denn da? Ja. Okay. Wait. Aha. Muss das so sein?
Ashley, bleib mir vom Hals. So, voll in die Fresse. Ich bin eh am Humpeln, mir macht das nichts aus. Boah! Natürlich, gerade als ich die... Okay, jetzt bin ich aber sauber. Jetzt bin ich sauber. Nein, das tut ihr nicht. Wisst ihr, ich hab's im Guten versucht. Wolltet ihr nicht. Also, rollen jetzt Köpfe. Da auch noch eine. Nein. Das hat gescheppert. Ich spare meine Schüsse, ne? Jetzt, wie viele kommen da noch? Ach, du kannst mich mal gehen haben, du. Du bist doch immer dasselbe, oder? Danke. Oh, das hat ja was. Ich habe extra Ashley geheilt. Ich weiß jetzt, dass es unnötig war. Nicht wegen Ashley, sondern weil die Gegner so verdammt penetrant sind hier. Okay, hier komme ich so nicht hoch. Wo bin ich überhaupt? Ich will nach oben, oder? Ich will nach oben. Okay, dann machen wir erstmal das hier. Ashley. Ah. Nice. Ich mach hier. Ne, ist das nicht mein. Gut, danke, Ashley. Okay. Look, there's a crank over there. Aha. Nice. Ich möchte aber noch ein bisschen farmen hier. Ach, sie tun mir einfach leid, beide. Aha. Und hier kommt man ja rüber, aber ich will erst noch wissen, was da vorne ist. Okay. Weißt du was? Es tut mir einfach leid. Du brauchst wirklich ein bisschen was zwischen die Rippen hier. So. Ich weiß wahrscheinlich in zwei Minuten wieder angegriffen wird. Aber egal. Oh, erste Hilfe-Spray. Nice. Na, das werde ich jetzt gleich mal benutzen. Braucht nicht viel gehortet zu werden. Trotzdem möchte ich ganz kurz einen Aufnahmecut machen. Weil mein PC stürzt gerne mal ab und ich will hier nicht 2 Stunden aufnehmen, dann 2 Minuten, wenn ich bevor ich auf den Mausklick drücke, stürzt mir das Scheiß ein. Denn der Bossfight und das alles hier bisher möchte ich nicht verloren haben. Nochmal spielen wäre mir egal, aber ich habe keine Saves gesetzt. Okay, ich will jetzt. Und das macht mir so viel Spaß gerade im Moment. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen weiter aufnehmen. Ich will aber noch wissen, was hier los ist. Oh, wollte ich gar nicht. Was? Okay. Ha, von hier kamen wir, ja. Oder? Wir kamen von hier. Gut.
Dann wir das Rätsel schon mal gelöst, das ist ja auch gut. Die Gegner sind noch alle weg, gut. Und sonst. Ey, warte mal, da hat aber noch Räume. Oder auch nicht. Ist das ein Raum? Ich weiß, ihr könnt auf der Map schauen, aber in der Zeit bin ich ja dort. Okay. Wollte es nur kontrolliert haben. So, jetzt wird's interessant. Ich glaube, ich nutze jetzt das Scharfschützengewehr. Lade das mal nach. Und dann werde ich Ashley nach oben helfen. Und nicht unter den Rocklinsen, ne? Ja, ja. Mach ich. Ach, es fängt schon wieder gut an. Wo ist Ashley? Nice. Ihr müsst gar nicht zu mir kommen, ich hab ja nichts. Schau mich nicht so blöd an. Es auf jetzt. So ein Pisser bist du. Ja. Ich sehe nichts. Ja, ich hab ja. Kein Problem. Vielleicht auch ein Problem. Ja, halt doch den Rand. Lebt er noch? Nein. Die Zone habe ich ja genug. Stolper nicht. Hat sich gelohnt. Wie viel des Alters willst du eigentlich noch machen? Sehr Bursche. Ja, ich komm. Aber erst muss ich dem noch kurz Hallo sagen. So. Ich glaube, die sicherste Position für dich ist hinter mir. Noch viel aufzusammeln. Irgendwie. Leider nicht. Komm, sammel doch auf. Was ist los? Ach, ist das gespawnt? Ernsthaft? Nee, oder? Was soll ich sagen? Endspawn oder wie? Despawn oder? So, wir gehen jetzt da mal rüber. Wenn ich mal rüber könnte. Und nochmal. Weil ich so ein cooler Typ bin, warte ich bis so einer hier rüberkommt. Du brauchst ewig mal ein Bad. Tut mal nicht so ab, Bad und nicht gesund wäre für euch. Kommst du jetzt baden? Kommst du baden? Ja, komm baden. Das tut dir gut. So. Auf die bisschen Munition kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Schönes kleines Areal gewesen. Und es kommen noch viele weitere. Aber ich würde sagen, wir machen das der Reihe nach. Habe ich ein bisschen gelbes Kraut bekommen oder rotes? Nein. Ich bekomme eigentlich
kein rotes Kraut, merke ich gerade. Es kam mir für ihr immer umgekehrt vor. Oh, hallo. Oh, der Schießstand. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Wieso gab es auch vorhin keinen? Also ich mag mich nicht mehr erinnern. Hm. Na gut, wenn ich schon Zeit habe. Ja, ich sehe es. Wir müssen nur noch treffen, manchmal, ne? Ein schöner Spinell. Eine schöne Truhe. Eine Granate. Ich warte immer noch auf die Krone und sowas, aber nein, das will er einfach nicht. Na gut. Dann schauen wir mal, was du mir zu bieten hast. Also, beziehungsweise ich werde erstmal was dir verkaufen, nehme ich mal an. Nämlich. Das ist ein Bug, ne? Dass das Gebiet so aussieht, oder? Spinels. Dann Sandkristalle. Dann. Das war's auch schon. Kaufen. Was hast du? Minenwerfer, alles klar. Sonst nicht vieles. Sturmgewehr, Hauptautomatik. Oh, gut. Warte mal, 35, das mag ich mir sogar noch kaufen. Aber ich habe keinen Platz. Okay. Ja. Alter, tu doch nicht so blöd. Mann! Ja, das verkaufe ich halt zuerst mal rein. Mein Sturmgewehr. Halbautomatik ist nämlich gut. Das gönne ich mir. Was ich mir kaufe, ganz einfach. Ein Scharfschützengewehr. So. Gut. Sonst noch was? Nein. Und tunen kann ich. Punisher wieder mal. Oh, nice. Was? Nicht nur Cash. Für mich auch. Okay. Not enough cash, stranger. Gut, aber die Punische war es wert. Ja gut. Was haben wir denn noch? Kann ich das ausrüsten? Kombinieren? Geht nicht. Hä? Wieso geht das nicht? Warte mal, was kann das denn? Ich werde es nur kurz ausprobieren. Ach, das hat das schon. Dann kann ich die eigentlich als andere verkaufen, oder? What are you selling? Is that all? Ja. Ich habe jetzt wie viel Geld wieder? Über 1000. Das reicht nur irgendwo hin, ne? Das reicht nur irgendwo hin. Aber die Punsch habe ich jetzt mal ein bisschen aufgepimpt. Das war schon lange nötig. Also mir tut der Finger weh. Ich habe hier eine komisch unnormale Stellung. Gar nicht gemerkt. Also. Die Rüstung muss wieder mal aus. Und sehen mal, was hier auf uns wartet. Nicht viel. Der Schießstand. Zielschießen.
Bei mehr als 1000 Punkten erhältst du Preise. Für Kopfschüsse gibt es Bonuspunkte. Nach mehreren aufeinanderfallenden Treffen erscheinen manchmal Salazar Zuschauer, die viele Punkte bringt. Wird erste getroffen, gibt es Punktabzug. Für 1000 Punkte gewinnt man einen Kronkorken. Besondere Kronkorken gibt es für das Treffen aller Ziele außer Ashley oder bei mehr als 3500 Punkten. Insgesamt gibt es 24 Kronkorken. An jedem Schießstand kann man 6 davon gewinnen. Für jede komplette Reihe auf dem Board erhältst du einen Bonuspunkt. Insgesamt gibt es 4 Reihen. Du hast also 4 Bonuschancen. Kronkorken sammeln werden auf dem Schlüssel-Schatz-Bildschirm angezeigt. Gut, das probiere ich doch gleich mal aus. Welcome. Für dieses Spiel musst du die Waffen nehmen, die ich dir ausgewählt habe. Wähle die Waffe. Ja, ich denke mal, das Schnellfeuergewehr gar nicht mal so übel sein wird. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was am besten geeignet ist, aber sollte gehen. Das wird lustig. Ich hoffe, ich kann's. Das Geschwind, die Steuerung ist etwas schwammig. Es ist immer dasselbe. Ist ja gut. Das war den Kammerjäger holen. Station gerade, sorry. Das ist gut, oder? Ich hoffe, das ist im Remake auch dabei. Gut, das war schon mal nett. Jetzt will ich eine extra Runde geben mal. Spiel beenden, Waffe wechseln. Ich wechsle mal die Waffe. Weil es gibt auch noch... Es gibt 2 Runden, ne? Mindestens. Ich sehe einen Wahnsinn. Eine Erinnerung. Okay, war es viel schneller. Okay, 4000 Punkte. Gut, ich meine, ob das jetzt jedes Mal zählt, aber ich glaube, man muss mit jeder Waffenkategorie mal spielen. Danke dafür. Schon gut. Ich bin gespannt, ob ich was bekommen habe. Oh, Entschuldigung. Waffen, Schlüssel und Schätze. Ach so, ich bin noch hier. Okay. Das war's. War schön. Ja. 6 Kronkorken. Reihung komplett. Ja! Das will ich jetzt sehen. Schüssel und Schätze. Kronkorken. Untersuchen. Okay. Der Teil hat sich Leon mit Raketenwerfer. Stand back! Aha. Gut. Leon mit Gewehr. Don't worry, Ashley.
Oh, Entschuldigung. Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Gut. Leon mit Pistole. Ada. Ashley, und die scheint natürlich nicht, und ein Rock. Gut, man kann gar nicht. Ich habe nur gedreht, ich habe wirklich nur gedreht. Das ist absolut von alleine hat das diese... Seht ihr, ich habe... Wie war es so? Oder so? Ich habe nur... Es geht automatisch so. Ich mache es wirklich nicht absichtlich. Ist so empfindlich die Maus hier? Ich würde sagen, das ist stark übertrieben, dass sie immer unsere Hilfe braucht. Seht ihr? Doch, bei. Ja, jetzt geht's wieder nach oben. Aber. Ich sag ja, die Maus macht ein bisschen was sie will. Okay, und Ada. Leon, now! Ich mach nur links und rechts. Ich mach nur links und rechts. Ich will jetzt aber kurz was nachschauen gehen. By the way, ich habe hier wirklich keine Krone, oder? Nein, schade. Will noch kurz was nachschauen. Ja. Okay. Es gibt noch mehr Skistände, aber all zu seiner Zeit. So, ich hätte jetzt wirklich gerne mal ein bisschen mehr Energie. Das lobe ich mir. Und ich hätte jetzt gerne noch ein Erste-Hilfe-Set. Ja. What are you selling? Ich mach's immer falsch. What are you buying? Du mir auch. Habe ich wieder ein bisschen Geld? Ich hätte Geld. Aber ich will es nicht schon wieder rausgeben. Schrotgewehr. Gut. 1500 soll ich es ausgeben? Dann hätte ich nur noch wieder 6000. Ne, ich lasse es. Ich lasse es. Da habe ich fast kein Geld mehr. Gut. Jetzt habt ihr es auch gesehen. Und wir speichern wieder mal ab. Ich bin schon viel zu lange auf. Aber es macht eben gerade so Spaß. You're right. I'm fine. Leave me alone. Ashley, wait. Ja. Ashley, what's going on? Ja, wunderbar. Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Gut. Teenager. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? So she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, because boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Arschloch. Ashley ist auf der anderen Seite. Ich muss schnell einen Weg dorthin finden. Ja.
Gut, zufällig ist hier eine Tür. Sieht immer nach Labyrinth aus. Na gut, abwärts. Ich habe gegen allgemein nichts gegen Insekten außer sie geben mir ans Leder. Also ist gerade ein bisschen zu ruhig hier, finde ich auch. Ah! Das sind aber nicht Insekten, das ist eine verdammte Riesenkakerlake, oder? Ach komm schon! Weißt du was, du kannst mich mal. So was habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Ja? Ich warte. Dann lass es eben sein. Sichtlich schön auf mich gewartet, oder? Gut, dreh du deine Runden. So. Das war schon lange nötig, ne? Ich hasse Gegner, die man nicht sieht. Ich hasse Gegner, die man nicht sieht. Das ist eine Tatsache. Ich sehe schon den nächsten Gegner. Ach, hört auf. Er ist mich echt im Nerven. Ja. Komm hier rauf. Ich will nichts sagen, aber geht doch mal. Ach, komm schon. Und tot, danke. Einmal die halbe Visage weggefressen. Tja, wo waren wir stehen geblieben? Hier. Immerhin nicht weit weg. Weiß, Feuer wäre eigentlich gut, aber ich will gegen Einzelne hier keine Brandgranaten vergeuden, ehrlich gesagt. Schnauze. Na, was sind wir denn? Alter, die fressen hier was. Gibt's ja gar nicht. Gut, mal sehen, wie weit uns die Munition reicht. Ich drehe mich gerade ein wenig, ne? So. Also verdient. Gibst du. Ach, was soll denn das? Es ist Ruhe im Gehirn. Dankeschön. Mit deiner blöden Checker-Munition.
50 Schuss oder 2 aus der Schrotflinte, das bringt das dasselbe, oder? Ich finde, das bringt einfach dasselbe. Hallo, wie geht's? Ich baue mir einfach zu viel Munition. Ich sehe dich, du brauchst dich nicht zu verstecken. Atemrand. Wenn das länger dauert, brauche ich aber viel mehr Munition. Louise, Notiz. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt, aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Durch die Untersuchung dieser Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkungsweise der Las Plagas und erfahren etwas über deren Opfer, die Los Ganados. Hier ist eine Liste einiger Parasiten, die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern können. Dicrocoelium. Wenn die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise überwandert sind, verändert sich deren Verhalten. Wenn es abends kühler wird, klettert die infizierte Ameise an eine Pflanze empor und beißt sich dort fest. Sie bleibt da bis zum nächsten Morgen, und zwar in einer Stelle, an der es am wahrscheinlichsten ist, von einem Shark gefressen zu werden. Man könnte meinen, der Parasit manipuliert den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Trematoden. Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn eines Fisches ein. Dieser schwimmt dann an die Wasseroberfläche, wo er so lange bleibt, bis er von Meeresbewohnern gefressen wird. Wieder lässt sich dieses Verhalten nur dadurch erklären, dass der Parasit in den Körper der Meeresvögel gelangen will. Leucochloridium. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke. Durch ihre Farbe und ihres Brutieren gleichen sie Würmchen. Die infizierte Schnecke kriecht ans Ende eines Blatts, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann und somit eher gefressen wird. Wenn er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein natürliches Stadium. Aha. Danke, ich bin gar nicht hypochondrisch veranlagt daher. sowas will man lesen, bevor man ins Bett geht. Bleib ruhig liegen. Bleibst du liegen? Sieht aus, als ob er erst kürzlich gestorben ist. An der Wunde sehe ich, dass es ein schneller Tod war. Tote Ganados sind gute Ganados. Da geht nichts. Ansonsten ist hier noch was. Die Tür ist voraus und rührt sich nicht. Silent Hill, lässt grüßen. Gott, wie weit geht das hier noch? Warte mal, wo komme ich hier hin? Ach! Alles klar. Es ist derselbe Weg. Ah! Ich meine nicht, ob das klug ist. Aber es ist notwendig. Danke. Danke. Okay. Kann ich da jetzt was nutzen? Hey, ich hab doch. Ach so, ja.
Kombinieren. Ja, kombinieren. Ja, kombinieren. Ja. Nein. Kombinieren. Ja. Hä? Okay. Eine Lampe mit allen Augen in den Kerben. Sieht doch gut aus. Kann man doch nutzen. Das will ich ja was schön zu verkaufen. Wenn mir jetzt so ein Vieh anspringt, dann will ich es aber. Und da springt noch wieder eins an. Ich habe jetzt aber keinen Bock auf dich. So rein gar nicht. Also ein bisschen Ruhe. Und hier kam ich, oder? Nein, von hier kam ich nicht. Gut, viele Wege führen nach oben. Hier war ich aber schon. Hier war ich schon. Was willst du mir erzählen, Spiel? Nein, hier war ich. Ja, also. Ich kapier's auch nicht gerade. Doch, hier war ich, aber ich gehe trotzdem nochmal dahin. Ey, ich gehe zurück. Hä? Doch sagen, hab doch was gesehen. Also nur kein Scheiß mit mir, ich warne dich. Ich hab ne Pistole und ich werde dich auch benutzen. Aha. Deshalb. Schnauze. Ich will nichts von dir. Ach, das war nicht so ein Arschmove, ey. So ein totaler Arschmove. Bisschen voll Arsch. Mhm. Also gut. Wenn du spielen willst, lass uns spielen. Zu beschweren. Was angefangen? Ich wollte ausweichen. Und ich bin schon wieder im gelben Bereich. Ich glaube es auch nicht. Oh! Toll. Erinnert mich ja irgendwie an Eternal Darkness. Ich habe die besten Voraussetzungen, indem ich so langsam bin, schlurfe. Ach egal. Geschafft ist geschafft. Ich dachte schon, das sei ein Sergi. Hätte er gepasst, aber ich hätte es trotzdem komisch gefunden. Und wieder mal weiter. Oh, jetzt kann ich das so ein Scheiß. Okay, ich habe eine Granate. Gleich mal ein paar Granaten nutzen. Hallo. Das hat. Das war's mir jetzt echt wert. So, ich nehme an, von hier kommt niemand. Das heißt, ich kann mich schön auf diese Stelle fokussieren. Ja, na kommt! Na kommt, ich bin bereit. Ich vermisse irgendwie die roten Pflanzen. Hi. Hi.
Wieso hat sie zwei Türen? Hier ist. Ach nein, ich kam hier da lang, genau. Kommst du wieder nach oben oder bist du tot? Ich höre euch da herumsurmeln. Okay, er ist tot. Eliminatoranhänger, toll. Bevor ich wieder alles despawnt, sammle ich ein, was ich kann, ey. Gut, das ist mal wieder was wert. Okay. Ansonsten. Ach, das ist hier. Der Merch hat mal wieder die Kurve gekratzt. Ja, hätte ich auch. Kann ich gut verstehen. Okay. Wo muss ich lang? Gut, stimmt. Ich glaube, ich lade mal nach. Okay, dann eben nicht. Kann ich hier durch? Irgendwie laufe ich im Kreis. Ich sag immer wieder, es ist schade, dass ich das Spiel nicht öfter spiele in letzter Zeit. Ach, hier oben hast du dich versteckt. Welcome. Ja, ich hab zufällig ein paar Dinge für dich. Zum Beispiel. Ein schönes Spinelli. Da ein schönes Eikristalli. Eine schöne Lampe. Und thank sonst Ilamada brauche ich. Ach, den kann ich verkaufen. Okay, gut, ich dachte, das ist ein Schlüssel. Und kaufen möchte ich nix. Tilfe nur Hauptautomatisches. 10.000? Nee, aber ist ja Tune, ich liebe meinen Scheiß hier. Was kannst du mir denn hier? Ja, gut. Ich glaube, ich werde erstmal das aufpimpen, was ich schon habe. 7.000 liegt drin. 10.000 liegt drin. Thank you. Die Punisher, Ladegeschwindigkeit liegt drin. Liegt drin. Ab jetzt ist gut. Kann ich jetzt endlich mal noch ein Gesundheitsdings kaufen? Immer noch nicht. Mann, du brauchst echt besser einen Lieferanten, Buddy. So, ich versuche jetzt also mal mit der Punisher. Ich habe so viel Munition, das muss doch irgendwie zu bewerkstelligen sein. Das ist meine Meinung. Ich komme einfach nicht durch. Ach so, ja. Stimmt, da war ja was. Hallo, Tini Wittler, sie brauchen einen neuen Innenarchitekten. Ach, endlich mal, ey, das hat jetzt aber auch gedauert. So, schon dabei sind. Ich glaube, ich warte noch. Also gut, nicht nur eine Innenausstattung, also natürlich auch Innenausstatterin, ne? Ach, was sind sie hier schon wieder? Notiz des Kastellans. Mitglied der Familie Salazar sind seit vielen Jahren Kastellane dieser Burg. Meine Vorfahren haben jedoch eine dunkle Vergangenheit. Vor langer Zeit gab es eine religiöse Gruppe namens Los Illuminados, die ihre Wurzeln in dieser Gegend hatte. Der erste Kastellan beraubte sie ihre Rechte und ihre Macht. Als Anhänger der Religion und als achter Kastellan fühlte ich mich verpflichtet, für diese Sünde zu büßen. Die beste Buße war, denen die Macht wiederzugeben, denen wir sie einst entrissen haben, den Los Illuminados. Es dauerte eine Weile, aber es gelang uns, die erst einst versiegelten Las Plagas zu verjüngen
Durch diesen Erfolg war ich der Auferweckung der Los Illuminados einen Schritt näher. Ich ließ die Las Plagas aus den Tiefen unter dieser Burg los und gab sie ihren Lordzettler, um für die Sünden meiner Ahnen zu büßen, aber auch weil ich wusste, dass der Lord die Macht besser nutzen und die Welt retten würde. Alle Sünder durch die Macht der Las Plagas retten und ihre Seelen läuten, auf dass die Welt ohne Sünder sein. Was? Auf dass sie halt ohne Sünder sein? Okay. Komisches Deutsch. So wie es sein soll. Die Geläuterten sollen Ganados werden und so den Sinn des Lebens erfahren. Und wenn der Lord die von ihnen erträumte Welt erschaffen hat, sind die Sünden meiner Familie gesühnt. Ja, ja. Sünden. Blablabla. Was wäre die Welt ohne Sünden? So, ich höre Musik. Das heißt, es geht wieder Rambazamba los. Was habe ich gesagt? Ernsthaft jetzt? Nee, danke. Hinter dir. Sag ja, rot heißt Stopp. Autsch. Das ist jetzt Absicht gemacht. Die Tür ist so. Ja, wunderbar. Damit kann ich mich gleich mal heilen. Dafür habe ich das Ding ja. Hüt. Ah! Hat er sich gedacht, ey. Hm? Schnauze! So, ihr nervt. Lass mich nicht nerven, ich muss mal ein bisschen für mich sein. Na? Ja? 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 Dann eben nicht. So geht's auch. Man muss aber immer die Tür aufmachen. Ich bin hier, du Depp. Red mit mir. Jetzt aber. Danke. Erstmal mal bringen Kuchen mit, ne? Das war schon lange nötig. So, wen haben wir denn noch? Hartenrand. Du nervst. Das war nötig. Die Kamera an sich dürfte besser sein. So. Ja, ich hab's gesehen. Ganz schön Zeugs. Hab mich geirrt, haben nicht so viel Zeugs. Sieht irgendwie nach mehr aus. Gut. Wie geht's weiter? Ja. Schnauze. Nervt doch nicht. Bisschen kastrieren tut immer gut. War's das? Nee, das kann's nicht gewesen sein. Wo kommst du jetzt her? Ah, der ist da geblieben. Weißt du, ich habe was gekauft. Das möchte ich jetzt einfach mal an dir ausprobieren.
Wenn du das auch so schön stillhältst. Das wollte ich nur ausprobieren. Wie sehr tut sie ihm wohl weh? Da legt sie nieder. Drei Schüsse. Merken wir uns. Drei Schüsse. Da noch jemand? Nein. Gut. Warte nur bis zum nächsten. Zur nächsten Schreibmaschine. Okay. Muss mir das was sagen? Gut, wenn du es unbedingt wirst. Mir rät man nicht einfach so weg. Mir rät man nicht einfach so weg. Hör doch mal auf mich! Komm du. Außer, wie viele Schüsse braucht er eigentlich? Alles klar, ich habe auch mal 7 Schüsse verbraten für den Mixer. Pissei. Wir sagen, dass die Tür aufgeht. Nein, natürlich nicht. Oh! Oh! Hallöchen! Wäre bitte schön sowas. Ich hasse es, wenn sie vor mir weglaufen. Das bringt doch nichts. Das bringt doch nichts, Buddy. Also musst du doch wissen, dass das nichts bringt, von mir wegzulaufen. Ach du! Aber weißt du, ich habe da unten was liegen lassen, genau für solche wie dich. Ihr kommt mir doch nach, oder? Denn hier habe ich was. Ja, von wo willst du herkommen? Gut. Kann dir. Er ist tot, oder? Gut. Was ist denn hingebasht? Weit weg scheinbar. Wo muss ich lang? Hier. Ey, nein, so geht das hier nicht. Nein, so geht das nicht. Schmarschburganovi. Ja, muss ich jetzt Angst haben? Du willst das einfach da vorankommen lassen, oder? Wobei, nein, der wirft da kaum. Der Leon wirft da kaum. Ja. Das war schon lange nötig. Ich hätte das wirklich gerne mit der Brandbombe genommen, aber der wirft ja irgendwie nur einen Meter weit. Gut. Und ich denke, ich kann die Gatling-Gang nicht benutzen, oder? Das ist auch ein Labyrinthe, ey. Einfach nur zu mich nerven. Das hat keinen anderen Sinn. Na, laufen ist gesund.
Ja, öffne doch. Oh! Gute Rätsel. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsrätsel. Makaber, aber gut. Aber erstmal. So. Oder ist der Park voll? Ich glaube, der Park ist voll. Mache ich einen kurzen Cut, damit ich nicht eine Stunde vergebens aufgenommen habe, falls mit der PC abschmiert. Ich muss den irgendwie noch justieren, habe ich das Gefühl. Okay, dann sage ich hier, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns nach dem Cut wieder, beziehungsweise im nächsten Part. Ich mache einen Cut, ihr seht, im nächsten Part geht's weiter. Und ich muss auch mal wohin. Also, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und tschüss.